Jo Leute, willkommen auf Gerdo TV und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein Video, wo die Audioaufnahme ging irgendwie verloren. Ich weiß nicht wie, vielleicht hat das Headset nicht richtig drin. Oder ich habe mich gestummt, das könnte auch sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber deswegen kam auch im letzten Video kein Ton, weil die habe ich da alle so hintereinander aufgenommen, weil schöne Runden waren. Aber jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlauer gemacht und jetzt herausgefunden, wie ich im Nachhinein eine Tonaufnahme in das Video bekomme. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich live auf irgendeinen Tod reagiere. Aber ja gut. Komm, den muss ich holen. Nein. Hat er nicht getan. Ich schwöre, da habe ich mich bestimmt so geärgert. Oha, wie ich erstmal Tode jetzt einstecke. Kann ja nicht sein. Wir nehmen B ein. Wir nehmen B ein. Digga, ich sterb ja nur. Wir halten Bertha. Der Feind nimmt B ein. Bertha wurde überrannt. Oha. Komm schon. Ich schwör euch, Leute, ich hab da noch was gemacht. Da habe ich gerade Musik gewechselt. Das weiß ich noch, weil ich hab dabei Musik gehört. Nee. Oh, Comeback. Ich glaube, da sterbe ich jetzt noch, weil da links einer ist. Wir verlieren Caesar. Da rechts ist einer. Oder hinten. Der Feind hält alle Positionen. Korrigiert die Situation. Wir nehmen C ein. Sicher Caesar. Oha. Ich schwöre, ich habe diese Dreckscamper da oben so gehasst. Die haben mich so abgefuckt. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Feindliche Vorräte, unterbindet ihren Nachschub. Habe ich nicht getan. Wir nehmen B ein. Feindliche Vorräte entdeckt, unterbindet den Nachschub. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Die hat mich nur gekillt, weil ich da reingerannt bin. Das hat mich so geärgert. Aber ich glaube, ich reiß da noch richtig. Ich glaube, ich reiß da noch mal. Habt ihr diesen Doppelabschuss gerade gesehen? Legendär. Ich schmeiß eine Granate. Festgenagelt.
Der hat mich so abgefuckt, der Typ. Weil der einfach gut snipen konnte. Das hat mich so hart abgefuckt. Weil ich glaube, das sehen alle so, jeder hasst Sniper in diesem Game. Es ist wirklich so, Snipen sind in diesem Game wirklich wieder angenehm. Es macht Spaß, mit denen zu zocken, und es ist möglich, mit dem was zu machen. Also nicht wie im BO3 und so. Natürlich im BO3 gab es so ein Aimbro und diese ganzen, ich sag jetzt mal, Profis, die da alles zerrissen haben, aber ja gut. Es gab auch normale Spieler wie mich, die da einfach nichts machen konnten, weil da alle rumgejumpt sind und so. Und hier in diesem Game habe ich schon so gute Streaks und sowas erreicht mit Sniper. Also hätte ich in BO3 nie geschafft. Und deswegen sind Sniper in diesem Game auch einfach richtig mies. Weil die da einfach nicht so rumjumpen können und so. Als ich das Video auch aufgenommen habe, so eine kleine Nebenstory, habe ich die Sniper auch gerade auf Diamant gespielt. Also ich habe versucht, die auf Diamant zu spielen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur, muss ich mal kurz überlegen. Da müsste ich noch mal, welche Waffe ist das denn? Sehe ich gerade gar nicht. Ich muss noch auf meinen Tod warten, dann steht das da. Der Tarnung. Ich glaube, ich hatte da nur noch kein oder 3 auf Gold. Ne, das ist die Lehrenfehler, oder? Meint das die Liam Field? Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine auf Gold. Und jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo das Video hochkommt, habe ich die Snipen auf Diamant. Bin ich einfach so heftig und ich bin mega stolz drauf, muss ich dazu noch sagen. Und es kann mir keiner vermiesen. Haha. Da habe ich versucht, die wieder zu wallbangen. Feindliches Mörserfeuer! Zurückziehen! Wir nehmen C ein! Vor dem schweren Gustav! Sorry Leute, ich wurde gerade, während ich die Sprachaufnahme jetzt mache, unterbrochen. Ist jemand in mein Zimmer gekommen? Ist ja nicht schlimm. Da hatte ich die Hoffnung, dass es ein Colette ist, weil ich diese Medaille durch Dringen bekommen habe. Ich dachte so hart, ich hätte ein Colette wieder geschafft, weil ich hatte schon viele Colettes. Ich glaube, im letzten Video sogar ein oder zwei. Jo, deswegen. Ich habe mich da so innerlich gefreut und gehofft, dass es ein Colette ist, aber dann hat sich ein Ende herausgestellt, ist kein Colette. Und dann wusste ich auch endlich, was die Medaille durchdringen bekommt. Die bedeutet nämlich, falls ihr es noch nicht wisst, wenn man jemand durch irgendwas tötet, das heißt durch eine andere Person, durch eine Wand, durch irgendwas Festes halt tötet, bekommt man die Medaille Durchdringer. Ich habe da so sehr gehofft. Ich hätte einen Colette. Mal wieder. Weil Colette ist einfach das Geilste, was man überhaupt schaffen kann. Und ich habe schon so geile Colettes gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, würde ich euch auch an der Stelle auch mal empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, halt, das letzte Video von mir anzugucken. Das war auch ein COD-Video. Da war keine Tonaufnahme, da hatte ich nur ein bisschen Hintergrundmusik. Und ja, da habe ich aber ziemlich zerrissen und das Video fand ich an sich auch cool. Ich habe es mir ein paar Mal schon angeschaut. So hobbylos bin ich. Nee.
Verstärkung. Wir halten Caesar. Da bin ich auch schon wieder. Der Feind kontrolliert B. Oha. Da hab ich mich so aufgeregt, da hab ich rumgeschrien. Ne? Und bevor, also ich weiß, irgendjemand wird wieder schreiben, wieso kommt Streamer COD oder so. Bevor sowas kommt, geht nicht. COD Stream ist scheiße. Es laggt da so hart bei mir, dass der Stream sich einfach überhaupt nicht lohnt. Es laggt dauerhaft bei mir. Der Stream hat nach einer Zeit eine scheiß Qualität. Also dann wird aus, also oben rechts angezeigt, die Internetverbindung reicht derzeit nicht aus für die Streamqualität oder so. Jo. Dann rege ich mich halt mega auf und in den letzten Stream von mir, meine ich, ist sogar passiert, dass Schwarzbild war. Dass so eine Internetunterbrochung praktisch für den Stream war. Das heißt, ihr habt mich da noch gehört, aber nichts mehr gesehen vom Gameplay. Und ich sitze davor als und merke das nicht mal. Das ging locker 5 Minuten, so meine ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat mich so aufgeregt. Und das hat mich auch aufgeregt. Ich wusste, da war ein Gegner. Wollte ihn so richtig vorsichtig holen, damit ich Safe Call habe. Weil ich bin da auf Blutrunst gegangen, weil ich Snipen, wie gesagt, schon auf Diamant spielen wollte. Und dann killt die mich kurz vor. Ich bin da so ausgetickt. Der Feind erobert Caesar. Das tut weh. Ja, ich hol ihn. Hab ich gut gemacht. Ich bin ein Retter. Ich bin ein Held. Deswegen habe ich auch heldenhafte Items. Hahaha. Spaß. Obwohl ich den jetzt eigentlich ja schon mega gut fand. Feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Oh, diese Hitmarke hat mich angepisst. Ich hätte ihn so safe geholt. Aber nein, der Hitmarker muss hier ran. Oh mein Gott. Gegner besetzt die Brücke! Komm, ich will nicht sterben. Also, ich weiß. Ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Oh mein Gott! Anton wird gesichert! Wir halten Anton! Gute Arbeit! Bereit machen zum Vorrücken! Stehe ich denn gerade? Würde ich auch mal gerne wissen. G.
könnt ihr auch, kann ich da ja auch mal wieder zeigen. Oder ja nachschauen. Der hat, das hat mich geärgert, den hätte ich echt so easy haben können. Oha, der war schön. Hätte ich jetzt auch noch holen müssen, dann wäre es perfekt. Nein! Ich glaube, ich bekomme noch einen Assist für die Blinkgranate. Natürlich nicht. Da wollte ich mir B holen. Das hat mich so aufgeregt, dass die Granate genau da kommt, wenn ich da hinkomme, ne? Aufklärung in der Luft. Und das war dumm von mir, wieso gehe ich da lang? Das ist ja mega unnötig von mir gewesen. Ziel, Anton. Der Feind ist mehr ein. Feindkontakt bei Bertha. Oh mein Gott, ich dachte jetzt schon, den hätte ich auch. Das wäre so nice gewesen. Feindliche Vorräte entdeckt. Unterbindet den Nachschub. Erobert Bertha. Bertha abgeriegelt. Ich hasse so Kills, ne? Also ich liebe sie, wenn ich sie selbst mache, dann ist es einfach mega nice, aber ich hasse es, wenn sie mir passieren. Das ist so ätzend. Und da habe ich veraimt. Ich schwöre, ich sterbe jetzt, wenn ich rausgehe. Nein, der Gegner ist weg. Ich überlebe. Weil so bin ich schon so oft gestorben, dass ich kurz in Deckung gehen muss, nachladen und der Gegner aimt dann 10 Jahre dahin und wenn ich 2 mm rausgehe und zu zielen, erschießt er mich. Da hat's geleckt. Anton wird abgeriegelt. Der Feind ist B1. Anton abgeriegelt. Okay, da habe ich anscheinend nicht gecheckt, dass hinter mir einer war. Verliere Ziel, Bertha! Base verloren! Ah! Bertha wird abgeriegelt! Nee, Digga! Oh, da habe ich auch einen Wallbang gemacht. Habe ich gerade so gesehen. Aufklärung in der Luft. Bertha abgeriegelt. Ja, Mann, den hab ich. Wir verlieren Ziel, Anton. Und wieder ein Wallbang. Doppelabschuss auch. Anton wurde überrannt, brauchen Verstärkung. Ah, schade, ich dachte, den hätte ich.
Jetzt klingelt's bei uns. Wartet mal kurz, Leute. So Leute, bin jetzt wieder da. Sorry, hat da war der Post, also nicht der Post, die Post. Ah, alles klar. Paket von meiner Mutter ist gekommen. Auf jeden Fall, sagt mir mal bitte, ob ihr dieses Format besser findet, wenn ich es später kommentiere, also nach der Aufnahme, ob ihr es ohne Stimme lieber mögt oder ob ich einfach ein ganz normales Video mit Stimme machen soll. Yay! Also, während ich aufnehme, direkt auch mit Stimme. Weil der Fehler passiert mir definitiv nicht nochmal. Also, schreibt es in die Comments. Haut rein.